Wir erklären, wie Sie an der Börse Frankfurt Wertpapiere zeichnen können. Das ist Daniel Fuchs. Er interessiert sich für Aktien und weiß, dass er für den Kauf ein Depot benötigt. Auf der Webseite der Börse Frankfurt informiert er sich regelmäßig über die Unternehmen, in die er investieren möchte. Hier entdeckt er, dass er für die Aktien eines aufstrebenden Industrieunternehmens schon jetzt sein Kaufangebot abgeben, sprich die Aktien zeichnen kann. Dabei ist der Börsengang doch erst nächste Woche. Wie kann das gehen? Die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt macht's möglich. Denn damit können Unternehmen, auch Privatanleger, an der Zeichnung von neuen Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikaten beteiligen. Und Daniel Fuchs gibt sein Kaufangebot für die Aktien schon vor dem ersten Handelstag ab. So kann er seine Anteile bereits vorbörslich ordern. Er probiert es gleich aus. Dafür muss er sich in seinem persönlichen Online-Depot einloggen. Daniel Fuchs öffnet die Ordermaske und klickt auf die Order Kauf. Dann sucht er das Unternehmen, an dem er sich beteiligen möchte. Als Handelsplatz wählt er Frankfurt. Der Ausgabepreis ist bei Aktien entweder bereits festgelegt oder es ist, wie in diesem Fall, eine Preisspanne vorgegeben, in der Daniel Fuchs sein Kaufangebot für 1000 Stück abgibt. Er ist bereit, maximal 11 Euro pro Aktie auszugeben und legt dort sein Limit fest. Wichtig: Das Kaufangebot muss mindestens bis zum letzten Tag der Zeichnungsphase gültig sein. Nun wird es spannend, denn das Unternehmen ist bekannt und die Nachfrage sicher groß. Daniel Fuchs hatte Glück und er bekommt nach dem Ende der Zeichnungsfrist die gute Nachricht. Er hat die Aktien sogar unter seinem Limit zu 10,50 Euro zugeteilt bekommen. Nun wartet er gespannt auf den ersten Börsenpreis und er kann beobachten, wie sich seine Aktien entwickeln. Werden sie nach dem Börsengang höher gehandelt, könnte Daniel Fuchs seine Anteile direkt gewinnbringend verkaufen. Er möchte sie aber behalten, weil er an die Zukunft des Unternehmens glaubt. Börsengebühren fallen für die Zeichnung übrigens nicht an. Eine super Sache! Um auch in Zukunft keine Zeichnungen mehr zu verpassen, meldet sich Daniel Fuchs gleich für die Newsletter auf dem Portal der Börse Frankfurt an. Hier klickt er auf das Thema in der Zeichnung und wird nun pünktlich über die nächste Zeichnung informiert. Daniel Fuchs ist begeistert. Er ist schon gespannt, welches Unternehmen dann dabei ist. Interessiert? Dann abonnieren auch Sie unseren kostenlosen Newsletter und informieren Sie sich unter www.börse-frankfurt.de. Frankfurt, mein Platz zum Handeln.